Alpakas sind ja ziemlich großartig. Sie können sehr viel. Sie können essen, sie können trinken, sie können schlafen und sie können auch auf Aliens schießen. Wie das geht, das zeigt jetzt mal die nächste Gruppe, nämlich Space Invader mit Linus und Ulrich. Also, ich und Linus haben uns gedacht, dass wir so eine Art Konsole in Retro-Style aufbauen. Die steht halt im Moment noch da drüben, aber die sehen wir bestimmt gleich noch. Und er wird euch jetzt mal eine kleine Session von dem Spiel zeigen. Also wir haben uns gedacht, wir programmieren das Spiel Space Invaders, aber ein bisschen anders, mit dem Alpaka und halt den bösen Aliens. Und das haben wir auf der Website, die ist im Internet, Snap, programmiert. Und das zeige ich euch jetzt einfach mal. Also mit W startet man das und dann muss man halt hier so hin und her und mit Leertaste schießt man. Und dann muss man die Aliens abschießen. Und man braucht halt eine bestimmte Punktzahl, um zu gewinnen. Wenn man 1 trifft, ist nicht schlimm. Man muss 90% treffen, um zu gewinnen. Und das geht 30 Sekunden lang. Also in dem Fall beim ersten kommen genau 10. Jetzt ist es vorbei und dann hat man gewonnen. Ja. Also wir haben verschiedene Level eingebaut. Mit W, wenn man W drückt, dann geht es ins nächste Level, aber nur, wenn man das Level davor geschafft hat. Also jetzt beim nächsten Level würden 12 kommen und da braucht man auch wieder 90%, um es zu gewinnen. Wenn man nicht gewinnt und W drückt, muss man das Level wiederholen, weil man es ja nicht geschafft hat. Und das haben wir auf einer Retro-Konsole wie hier und das erklärt euch der Ulrich. Also in der Retro-Konsole ist ein Raspberry Pi. Wir haben hier einen Makey Makey auch drin, wo durch das mit den Tasten hier auch funktioniert. Einen Raspberry Pi Bildschirm auch noch dazu. Wir haben das Holz eben mit den Lasercutter geschnitten. Eigentlich wollten wir es erst mit einem 3D-Drucker machen, aber es hätte zu lange gebraucht. Ja. Also ich glaube, Linus wird euch noch eine kleine Demo des Ganzen zeigen. Ja. Also hier haben wir 2 Tasten, mit der einen steuert, ist das eine liegt auf W und das andere auf S. Mit W startet man und dann hat man hier drüben die Tasten, wo man dann schießen muss und so. Und nach 30 Sekunden ist dann das um und da habt ihr dann eigentlich genau das Gleiche wie bei dem, was ich euch eben gezeigt habe. Jetzt verliere ich mal extra, dann kann ich euch zeigen, was dann passiert. Dann haben wir auch nämlich noch was Lustiges eingebaut. Es sind noch 5 Sekunden. So, jetzt, wenn der unten ist, dann ist es vorbei und da hat man leider verloren.